Gut, dann begrüße ich euch alle zur Pressekonferenz nach dem 4:3 der SV Elversberg gegen den 1. FC Saarbrücken vor 3.413 Zuschauern und begrüße auch insbesondere nochmal die beiden Trainer, zu meiner Lieben, den Plattner und unseren Cheftrainer Horst Steffen. Und die ersten Worte gehen wir immer an die Gäste, Herr Plattner, ich darf Sie um das bitten. Ja, ich denke, verrückte erste Halbzeit, wo alles drin war, was ein Fußballspiel ausmacht. 2 Elfmeter, 7 Tore. Mit Sicherheit für jeden Zuschauer sehr schön anzusehen. Ich glaube, für uns als Trainer außen nicht ganz so schön. Wo wir dann schon in der zweiten Halbzeit versucht haben, da in der Defensive stabiler zu stehen. Mit der Absicht natürlich mindestens nur noch den Ausgleich zu erzielen. Die Möglichkeiten waren da über Gidi direkt nach der Halbzeit, wo er lang von dem man steht. Wo Eisi am zweiten Pfosten am Ball vorbeirutscht, wo Marcel Kahl allein vom Torwart steht noch, wo gehalten wird. Also die Chancen waren da. Ich glaube, dass wir ein Unentschieden hätten heute verdient gehabt aufgrund der Chancen. Dass dann hinten raus vielleicht nochmal, wenn Omoda nochmal eine große Chance hat, das ist klar, wenn du alles nach vorne wirfst dann, aber grundsätzlich sind wir natürlich enttäuscht heute. Wir haben viele Dinge in der ersten Halbzeit, haben es dem Gegner einfach zu leicht gemacht, um zu erzielen. Vor dem Elfmeter sind wir uns nicht einig, wer den Ball weghaut. Dann haben wir 2 Ballverluste in den Zentralen, wo wir die Bälle verlieren und daraus entstehen 2 Tore. Und dann kämpft die Mannschaft sich wieder ran vom 1:3 zum 3:3, ne, was auch für die Moral der Jungs widerspricht. Aber dann ist es wieder halt fahrig, wie sie dann die Ecke dann verteidigen, wenn du dann 3-4 Meter vom Tor den Ball da über die Linie drücken kannst. Das darf einfach nicht passieren. Und da haben wir es dem Gegner heute deutlich zu einfach gemacht, Tore zu erzielen. Und das war natürlich gegen so eine Mannschaft, die in der Offensive extrem hohe Qualität hat. Damit wirst du auch bestraft. Und heute war es halt soweit. Ich habe uns vor dem Spiel noch, haben wir noch darauf hingewiesen, dass wir besser verteidigen wollen und müssen als im Spiel gegen Homburg oder auch gegen Pirmasens, wo wir eigentlich schon einige Torschancen haben zugelassen, dass Elversberg offensiv eine ganz andere Qualität nochmal hat und diese Dinger wegmacht. Und leider haben wir sogar unseren Teil heute dazu beigetragen, dass es noch leichter wurde. Dementsprechend ist es ärgerlich, dass wir dieses Spiel hier heute verloren haben. Vielen Dank. Und dann gebe ich das Wort direkt an dich weiter. Wie deine Fazit? Ja, es war eine Freude, die Mannschaft spielen zu sehen von Beginn an. Das hat echt Spaß gemacht. Die Jungs waren aktiv, Spielfreude. Gegen einen richtig starken Gegner, das war klar, das war uns bewusst. Aber ja, die Mannschaft hat es gut gemacht. Wir haben ähnlich, wie Dirk das sagt, Fehler gemacht zu den Gegentoren, die vielleicht vermeidbar waren oder höchstwahrscheinlich vermeidbar waren. Und haben in der zweiten Halbzeit dann wirklich noch mehr Druck gegen uns gehabt, haben uns dagegen gestemmt, haben verteidigt, dass das Zeug hält. Hatten ein bisschen Glück bei den Torschancen, die vergeben worden sind. Und nichtsdestotrotz glaube ich, dass die Mannschaft eine Top-Leistung abgeliefert hat. Ich bin ja sehr stolz, sehr froh darüber, dass die Mannschaft so spielen konnte heute. Das war, als ich hier angefangen habe, nicht unbedingt abzusehen. Das war ein super Spiel für die Leute, die im Stadion waren. War ein tolles Spiel für die Anhänger von uns natürlich noch. Besseres Spiel, weil sie erfolgreich nach Hause gehen können. Ich glaube, das tut unserer Seele gut und den Elversberg gut. Und mich macht es richtig froh, dass die Mannschaft so spielt und dass wir das Derby gewonnen haben. Und ja, das soll so weitergehen. Ich hoffe, dass wir alte Spiele anfügen, die gut sind. Und wir haben ein paar Fehler gemacht, müssen noch genauer arbeiten in der Defensive. Und dann bin ich guter Dinge, dass wir weiter unseren Weg gehen. Dankeschön. Vielen Dank. Wenn es noch Fragen gibt, kurzes Handzeichen mit, oder noch zu Dirk, wie sieht es denn aus mit Steven Zellner? Was ist mit ihm passiert? Ich bin bis jetzt von Interview zu Interview gelaufen. Ich habe noch mit gar keinem sprechen können. Ich kann mir da noch keine Antwort drauf geben. Ich weiß es nicht. Aber Horst Fried? Ja, das will ich an. Sie sind ja kein Freund für Wechsel. Sie sind ja kein Freund für Wechsel nach 6 Minuten, aber das Wechsel kann ich nicht erschöpft. Dann auch die Möglichkeit erschöpft nach vorne, vielleicht noch mehr. Obwohl es war ja schon so, dass mit Eisel, Karl und Jasch auch schon gleich da war. Ja, mehr geht ja nicht. Also, ja, ja, ist klar. Nein, es ist halt so, dass ich in der ersten Halbzeit den Eindruck hatte, dass wir heute nicht die nötige Frische hatten, die geistige Frische, aber auch die Frische in den Füßen, um dann auch rechtzeitig am Ball zu sein, um die richtigen Entscheidungen zu treffen. Ich glaube schon, dass man gerade in der Anfangsphase gemerkt hat,
dass wir uns schwer getan haben, in Tritt zu kommen nach dem dritten Spiel, jetzt innerhalb von 8 Tagen, die auch intensiv waren für uns. Und deswegen habe ich in der Halbzeit schon reagiert. Das hatte noch nicht mal unbedingt was mit der Leistung zu tun, sondern ich habe einfach gesagt, wir brauchen mehr Frische in unserem Spiel. Dementsprechend haben wir da reagiert und da Zelle dann auch in der 60. verletzt raus musste, dann kommt es halt mal so, dass du dann dein Kontingent nach 60 Minuten schon aufgebraucht hast. Aber mehr Offensivkraft ging heute. Wir hatten Karl, wir hatten Eisi, wir hatten Jurcher, wir hatten Mendler, ja, also Tobi, Jelicke, also was soll man denn noch alles machen? Die Mannschaft hat es ja auch versucht. Aber da musst du in der Lage sein, die 3 Chancen, die uns da nochmal geboten haben in der 2. Halbzeit, einen davon wegzumachen. Und dann nimmst du ja mindestens einen Punkt mit. Gibt es noch weitere Fragen? Das sieht nicht so aus. Ich komme dann noch schnell zu den weiteren Ergebnissen. Gestern Abend hat Mainz 2 gegen Frankfurt mit 2:0 gewonnen. Homburg hat heute statt Eindorf mit 3:1 besiegt. Waldorf gegen Freiburg 2:2. Pirmasens gegen Balingen 2:1. Kickers Offenbach unterliegt Waldhof Mannheim mit 0:4. Ulm besiegt Hessen 3 Eich mit 5:0. Und Worms gewinnt gegen Steinbach mit 2:1. Für uns geht es dann nächste Woche am Samstag weiter in Stadt Eindorf auswärts. Und das nächste Heimspiel findet dann am Freitag, 26. April statt, um 19 Uhr gegen den TSV Steinbach. Bis dahin wünsche ich euch allen alles Gute und eine gute Zeit. Dankeschön.